Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Warhammer. Ja, wir... interessant, das könnte ich mal dann machen. Ja, jedenfalls, ich habe jetzt versucht zumindest, dass das Format ungefähr wieder ein Standardformat ist, nur ist für mich etwas verzerrt, kann also sein, dass ich etwas fehle, wegen meinem Bildschirm, der Schrott ist und so weiter. Dann zeige ich euch mal die Panzer heute. Fangen wir gleich mal an mit dem russischen Anfangspanzer, mit der T26. Die hat den Vorteil im Gegensatz zu dieser zum deutschen Panzerkampfwagen, weil der nur 2 cm und 4,5. Man merkt einen Unterschied. Da die Durchschlagsleistung ist auch fast doppelt so gut. Und ich mag den einfach insgesamt mehr, obwohl die Panzerung eigentlich schlechter ist, oder? Die Panzerung ist schlechter. Ja, die Panzerung ist viel schlechter. Naja, dann starten wir mal gleich. Oder? Ja, da kann ich mal starten. Ja, der nächste Part werde ich dann wieder auf meinem Hauptaccount machen. Der ist einfach kein Marz ohne diese Striche da unten. Weil, naja. Wer kann hier eigentlich mehr zeigen? Realistik und so mit gescheiten Flugzeugen. Tipps geben, welche Flugzeuge zum Beispiel gut sind für einen Einsteiger in Realistik. Ja, da wäre jetzt dann zum Beispiel wirklich die Lavochkin Lack 3. Zwar von vielen einfach als overpowered bezeichnet wird, aber die ist wirklich einfach gut für Einsteiger mal bei Realistic Mode anzufangen, ist einfach so. Ja, hier seht ihr das Wuchtgeschoss und normales hochexplosiv mit ballistischer Haube. Ja, das hochexplosiv panzerbrechende ist natürlich macht mehr Schaden innen drin, hat aber eine niedrige Durchschlagskraft, aber finde ich auch insgesamt besser. Ein Tipp, nehmt am Anfang auf keinen Fall die rein hochexplosiven als diese OF, die ihr gesehen habt, die ich sowieso nicht genommen habe. Das ist wirklich einfach nur eine HE, ein HE-Geschoss. Dieses HE-Geschoss, also High Explosive, ist nur High Explosive, hat halt sozusagen wie, nein, was glaube ich sozusagen, hat null, einfach null Durchschlagskraft. Es durchschlägt eigentlich gar keine Rüstung, außer vielleicht die von der Flak, die 1 mm. Es ist das Einzige, was man damit zerstören kann. Mehr kann man damit nicht zerstören am Anfang. Ein anderes, ein Panzer, bei dem es bringen würde, wäre die Su-122. Das ist ein Panzerjäger. Und der hat am Anfang auch nur High Explosive, dafür eben gute High Explosive, weil der einfach so ein großes Geschütz hat, dass es auch Schaden macht. Dass es einfach wie eine kleine Bombe wirkt. Ich mach's mal an F. Am besten da immer reinschießen. Das trifft gut. Kann einfach nicht mehr schießen, weil es durchgehend den Richtschützen trifft oder beziehungsweise den Platz des Richtschützen und der durchgehend ausgenockt wird. Und dann, ja, wenn er keinen Richtschützen mehr hat, bringt es ihm sowieso nicht. Keinen möglichen. Zuerst kommt der Kommandant, dann der Ladeschütze und dann die ganzen MG-Schützen, die dann verwendet werden. Und der Fahrer, der kann halt, den braucht man natürlich auch, der kann dann nicht einfach reingehen statt den Richtschützen. Kann man ein bisschen nicht. Ah, diese. Da merkt man gar nicht mal, wenn man getroffen wird bei dem Teil. Ja, hier sieht man, was mein Richtschutz hat da ausgenockt. Naja. Komme ich gleich mal mit einem Bomber. Ist ja auch ganz nice. Oh Gott, das sieht für mich gerade so abgefuckt aus. So verzerrt. So sieht es halt extrem nah aneinander, so extrem lang. Wenn ihr wisst, was ich meine. Ist halt bei mir jetzt in die Höhe gezogen, wegen dem Format, das ich gemacht habe, aber im Video habe ich mal geschaut, da sieht es so normal aus. Leck mich! Leck mich, scheiß dreister Panzerkampfwagen! So, lad nach, schieß ihn da rein dann. Das ist teuer.
Auf dem Bild sieht es aus, als ob man mich gar nicht trifft. Das ist so ein verfickter Fail. Ich hasse das Teil des Gegners manchmal. Ich finde es gerade echt merkwürdig. Ich weiß nicht, wieso das ist. Ist einfach so. Weil die ist so voll. Gegen die brauchen wir dann vielleicht schon das Wuchtgeschoss, weil die haben, wie gesagt, eine bessere Panzerung von vorne als die T26. Auf große Distanz ist das Wuchtgeschoss besser, weil da kannst du einfach... hat man eine höhere Chance, dass penetriert wird. Penetriert. Ja, dass die Panzerung durchschlagen wird und dann schön reinfliegt, nur dass keine richtige Explosionswirkung. Kann vielleicht zersplittern oder so. Aber eine Explosionswirkung mit Splittern hat es ja nicht wirklich. Selten. Großer Unterschied. Sehr gut. Da ist er. Eine T26 gegen eine T26, da gewinnt auf jeden Fall die T26. Ach nee. Ja. Okay, wo startet die denn von da? Immer schön vorsichtig sein, wenn sowas kommt. Wenn man Glück hat, kann man sogar den Bomber erwischen. Ich meine, hallo? Oh, die ist eigentlich schön. Naja. Das war's dann auch schon mit dem Bomber. So. Jetzt Delph von... oh nein, oh nein. Du Drecks. Jetzt kommt... jetzt kommt da einfach das Wurfgeschoss auf die Distanz. Auch wenn es eigentlich gar keinen Sinn macht, aber gegen die Panzerkampfwagen kann ja schnell wechseln. Gegen den da. Der steht da schon. Der wartet auf mich. Weise sein. Ah, kann ich einen Jäger starten? Meine Kuppel ist red. Okay, ist mein Panzer etwas noch geparkt, aber scheiß drauf. Ne, U87. Mein Aim könnte jetzt etwas gefällt sein. Wie gesagt, das ist nur so zu zielen. Das ist so die Höhe. Hallo? Na, den erwische ich nicht mehr. Wobei, vielleicht noch mit der 7mm. Naja, habe ich ein bisschen abschießen können, scheiß drauf. Ich glaube, wenn man Glück hat eben. Könnte man so treffen. Dauer kein Glück. Das Glück passt nicht. Ich glaube, das Glück ist gleich aus. Aber es ist nur ein KI-Gegner. Hier sieht man es, der zersplittert nur leicht. Ist ja ein Schuss. Wohingegen das hier dann da irgendwo dann noch gegen eine Wand klatscht und dann in einem ziemlich großen Radius diese Splitter freisetzt, was richtig geil ist. Richtig. Naja, die Runde ist dann auch schon vorbei und dann zeige ich gleich die deutsche Panzer ab ins Wasser! Wenn man ins Wasser fährt, dann trinken wir außerdem. Nur irgendwie jetzt nicht, weil es zu niedrig ist, das Wasser. Haben die es irgendwie hochgesetzt, damit man nicht mehr so viel ertrinkt, weil wirklich sonst, wenn ich da runtergefallen ist, bin ich immer sofort ertrunken. Ja, hier eben ähnlich wie bei den Flugzeugen. Sperrfeuer, das kann ich leider nicht zeigen, das zeige ich dann später mal auf meinem weiteren Account. Und bei dem hier habe ich jetzt schon mal die Panzergranaten normal freigeschalten, das werde ich auf jeden Fall reintun, weil ich finde einfach diese hochexplosiven Teile bringen es nicht. Ich weiß nicht, ob die dann irgendwie dann doch noch durch das Loch fliegen, aber ich, soweit ich weiß, eigentlich eher nicht. Die lohnt sich ja. Die lohnt sich vielleicht gegen Flugzeuge, wenn mal ein Flugzeug kommt. Damit kann man dann gut dahin runterschießen, aber so? Nein. Es ist wirklich, finde ich, nur für Flachs gut. Flachs können das ruhig haben. Ein paar Hochexplosive, aber... naja. Ist dann wieder ein Problem, wenn man gegen andere Panzer spielt. Wegen Hochexplosiv nicht so wenig.
Nicht so wenig, ich meine nicht so viel. Laber mich schon. Laber, laber, laber. So, komme ich jetzt mit der Panzergranate. Mit Leuchtspur. Reinschießen und dann wird durchgehend der Richtschütze ausgeschaltet, wenn man Glück hat. Weil dann kann er gar nicht mehr schießen. Er musste dann in Deckung gehen, damit du ihn nicht mehr abschießt, aber der war irgendwie zu dumm in Deckung zu gehen. Und dann habe ich seine Kugel nach dem anderen weggeschossen. Beziehungsweise den einen Richtschützen nach dem anderen, damit er einfach nicht mehr schießen kann. Ist ja auch mal nice. Von dir aufgefahren. Ich gleich mit Panzer fahren. Der schöne deutsche Panzer fahren. Hier sehen wir nochmal diese Innenhand. Ich habe die auch gerade gezeigt. Die Magazine sehen toll aus. Ah, fuck. Warum muss der unbedingt hochziehen, diese... Okay, es war auch mal scheißegal. Ja, natürlich, jetzt kommt hierher Artillerie. Ja, jetzt habe ich nur seine Mannschaft leicht verletzt. Aber ja, bleibt stehen natürlich, das ist sehr gescheit. Oh, weg, 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 weg. Fahr! Fahr! Artillerie ist manchmal so richtig. Ja, so richtig schlecht und manchmal so richtig gut. Also ich meine jetzt dafür für den, der es gut. Manchmal killt es einen einfach One-Hit. Manchmal auch wiederum gar nichts. Ne, oder? Sag ich den zusätzlich, ich hab geschossen mein Kumpel, aber zum Glück wurde es mir nicht als Kill angerechnet. Damit bin ich auch. Gewitter bei uns, habe ich gehört jetzt gerade im Hintergrund. Ihr habt es wahrscheinlich nicht gehört. Alter, es war doch alles grün. Wollt ihr mich eigentlich verarschen? So, fahr. Ja, und mich trifft der. Logisch. Das Spiel ist einfach logisch. Ich treffe halt nur sein Geschütz ein bisschen. Schon tot. Hey. Jetzt hat ernsthaft noch die Schuld an meinem Tod als Flugzeug gekriegt oder was habe ich da oben gerade gesehen? Sind jetzt das auch? Bitter, 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 bitter. Richtig bitter ist sowas. Ah, das ist vielleicht. Ich
los, Alter? Der Wurf. Zwei Stunden, die ich machen wollte, aber zum Glück war's nicht. Was macht der da? Das war jetzt aber wirklich seine Schuld. Das war nicht mein Spiel. Das war einfach sein Spiel. Ah, Dreck, ist mein Fahrer tot. Okay, dann kommen wir ab, dann laden wir keine Ahnung. Ah, er brennt. Einfach nachgeholt. Komm, wir uns erobern. Alle. Ich glaube irgendwie, ich spiele auch super geil nur Skills. Okay, ich bin auch teilweise, aber trotzdem. Leute, gut. Guck mich einmal. Gut. Ne. Natürlich hilft mir keiner. Das ist die 25. Sehen wir noch? Bitte. Jo, also, ja, warte kurz, ich bin kurz weg. So, jetzt bin ich wieder da. War ganz kurz weg. Weil ich an die Tür geklingelt hat. Weiter. Thank you.
davon eigentlich schon im letzten Leben, wo es euch etwas gefällt. Naja. Da habe ich euch wenigstens mal ganz kurz gezeigt, wie so Panzer ist. Das gibt es nur noch für. Das ist alles nur Anfangspanzer, beziehungsweise. Das ist der Panzer, den man kriegt, wenn man mit deutschen Panzern die erste Schlacht spielt. Das ist so ein Wüstenpanzer. Ja, Panzer ist einfach dasselbe Blut wie ein Wüstenpanzer. Na, alles dann. Ich bin dann fertig und zum nächsten Mal, wo ich euch wahrscheinlich die realistischen Schlachten erstmal kurz zeige. Auch wahrscheinlich erstmal mit dem Flugzeug, mit dem man wirklich meiner Meinung nach anfangen sollte, realistische Schlachten zu machen. Weil ich bin damit noch mal am Anfang ganz klar, trotz des Mangels. Und ja, bis zum nächsten Mal.